Willkommen zurück zu SimCity Builded. Ja, wir haben hier eine Belohnung einzusammeln. Und hier haben wir auch einiges einzusammeln. Aber ich würde sagen, wir fangen erstmal damit an. Viele Sachen, die man gut verkaufen kann. Ein Monster ist aufgetaucht. Aha. Ja. Es ist heute Emma. Wird das täglich geändert oder bleibt das immer gleich? Keine Ahnung. Ja, also eigentlich gibt es nicht viel, was wir jetzt machen können, außer das einsammeln und ausgeben. Glückwunsch. Haben wir es geschafft? Ja, ich glaube, wir haben es geschafft. 10 goldene Geparden, Tempomarken, 200 Simcash, 20 Diamantschlüssel. Wow. Megalopolis Liga. Ja, und um sich da zu halten, müssen wir einiges machen. Wir würden zurückgestuft werden, wenn ich jetzt nicht gleich was machen würde. Und ja, es gibt eine Menge, die überhaupt nichts machen. Okay. Okay. Der erste Platz hat 112.000. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Aber einen kleinen Preis kriege ich wahrscheinlich. Und das ist auch nicht gerade wenig. Danach halte ich Ausschau. Ganz simpel. Kleine Menge von Punkten bekommen. Simoleon Scheffler, ah ja. 3 sind Cash eingesammelt. Das reicht schon. Wo sind wir jetzt? Ah, 36. Platz. Wir haben einige überholt. Später. Ja, sonst hätten wir nichts mehr zu tun, außer das alles auszugeben. Ja, zumindest die Diamantpunkte. Nämlich für das da, Landschaft. Nein, nein, nein. Nö. Was das? Ich glaube, ja. Hier. 5. Da gibt's schon eine, da auch. Das war die falsche. Da. Hier noch eine. Für mehr reicht das jetzt leider nicht.
Nanu. Sie können jetzt Luftfrachtlieferungen an verschiedene Zielorte verschicken und sich dadurch wertvolle Importe holen. Nutzen Sie diese Importe, um damit Ihre eigene einzigartige Stadt zu errichten. Ah ja, jetzt haben wir die Lieferung nach Tokio freigeschaltet. Tokio Town. Bürgermeister, Sie können jetzt Ihr eigenes Tokio Town bauen. Schön. Und die können natürlich viel mehr Bewohner beinhalten als die normalen Gebäude. Aber sie verbrauchen auch mehr von den Service-Einheiten. Ja gut, dann gucke ich mal. Katastrophengebiete neu aufbauten. Das könnte ich vielleicht noch vorbereiten. Und dann würde ich einen Cut machen. Uff, einige Nägel braucht man da. 7 Nägel. Aber ich glaube, das kriege ich hin. Eine Uhr. Glas ist kein Problem. Okay, Mais. 3 Hammer. Ja, ich glaube, das mache ich. Also wir sehen uns gleich nach dem Cut wieder. Ja, da bin ich wieder. Die Sachen sind jetzt fertig. Und der Ton war ein bisschen zu laut. Ja, hier wird noch ein Nagel hergestellt. Ich habe jetzt 9 Stück. Gleich 10. Hier wird noch ein Hammer hergestellt und ein Maßband für die Mütze. Mais. Uhr und Mütze und nichts. Und wenn ihr mich jetzt fragt, warum mache ich die Katastrophengebiete, wenn ich auch einfach goldene Schlüssel holen kann, man hat zwar mehr Zeit, aber ich bereite das doch eh vor. Also habe ich das doch im Grunde innerhalb von einer halben Minute fertig. Und es bringt nur gleich viele Punkte. Also, es ist egal. Und jetzt denkt ihr euch, warum erklärt er das? Wir wissen das doch schon. Dann kann ich nur sagen, ja, gut, ich hab's euch jetzt gesagt. Auch wenn es nichts bringt. Holz. Ich bin nicht vorbereitet. Jetzt bin ich vorbereitet. 3 goldene Schlüssel mehr. Und 31. ja. Ich habe nicht vor, Erster zu werden. Nein. Mir reichen eigentlich 25 Simcash so pro Woche aus. Natürlich wären 500 noch besser. Ich meine, mittlerer Preis. Wenn ich über 30.000 Punkte bekomme, schaffe ich das. Naja, wahrscheinlich schaffe ich es nicht, aber ich brauche einfach eine Woche, wo ich aktiv spielen kann. Vielleicht mal in den Sommerferien. Da hätte ich Zeit. Das war jetzt nicht gewollt. Ich wollte hier die Sprechblase antippen. Okay. Ja, ich glaube, wir können nichts erweitern.
Nö. Okay. Dann war es das mit der Folge. Es ist etwas kurz geraten, aber eigentlich wollte ich nur die Belohnung zeigen und ausgehen. Also die Diamantschlüssel. Ja, dann haben wir noch ein paar Punkte geholt. Und ja, steigen auf jeden Fall erstmal nicht ab. Und das ist auch mein Ziel. Jedes Mal so ein, zwei Aufgaben schaffen, um nicht abzusteigen. Naja, gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder und es regnet. Tschüss.